unserem heutigen Auftakt von unserer Serie I Love My City. Schön, dass ihr alle da seid. Ich möchte euch von Anfang an aufmerksam machen, dass wir hier zwei Kärtchen auf diese zwei Tische hier vorne haben. Vielleicht hast du eine Gebetsnot, etwas, was dir am Herzen liegt und du hast eine Not. Willst du, dass wir mit dir beten für etwas, dann nimm dir so ein Kärtchen, die ist grün, wenn du ein Gebetsanliegen hast. Dann schreib darauf, du brauchst nicht deinen Namen hinschreiben, sondern schreib dein Anliegen und dann beten wir gemeinsam für dein Anliegen. Du brauchst keinen Namen, du kannst anonym sein oder falls du deinen Namen nennen willst, kannst du das auch tun. Sei so frei und tu das. Stehen wir auf und begrüßen wir unseren Herrn Jesus Christus mit Lobpreis.
Jesus starb für mich. Ja, er starb für mich. Wenn der Sohn befragt, wo es wirklich war, ich bin Gottes Kind, ja, sag ich. Denn in seinem Haus ist ein Platz für mich. Ich bin Gottes Kind, ja, sag ich. Ist mein Bestes, durch dich weiß ich, wer ich bin. Oh, du erwählst mich und verlässt mich. Durch dich weiß ich, wer ich bin. Du bist für mich, bist mein Bestes. Durch dich weiß ich, wer ich bin. Oh, durch dich weiß ich, wer ich bin. In der Sohn befreit, oh, ist wirklich frei. Ich bin Gottes Kinder, und das ist der Grund, warum wir kommen können. Das ist der Grund, warum wir diese Karten schreiben, weil wir Gottes Kinder sind. Wir dürfen ihn Vater nennen. Das ist der Grund, warum wir glauben. Das ist der Grund, warum wir vertrauen. Das ist der Grund, warum wir kommen und erbitten. Und das ist der Grund, warum wir danken. So, wenn ihr Anliegen habt oder Danksagungen und ihr nicht geschrieben habt, dann betet mit mir. Weil wir den Gott, zu dem wir singen, Vater nennen können. So, Vater, ich danke dir für das, was du getan hast. Ich danke dir für das Kreuz. Ich danke dir, Jesus, für dein Blut. Und ich danke dir für diese Danksagungen. Ich danke dir für das, was du in unserem Leben machst, Herr. Was du angefangen hast, Herr. Was du jetzt tust, Herr. Für alles, was noch kommt, Herr. Ich danke dir für die Kraft und Macht, die im Gebet liegt, Herr. Ich danke dir, dass wir glauben können, dass wir wissen, dass wir vertrauen, Herr, dass wenn wir vor dich kommen, wenn wir unsere Stimme erheben, wenn wir dir vertrauen, du kommst und du hilfst, du kommst und du vergibst, du kommst und errettest, Herr, du kommst und befreist, Herr, du kommst und leitest, Herr. Ich danke dir, dass du ein guter Vater bist, Herr. Und ich will dich auch für unsere Stadt bitten, Herr, für dieses Land. Hab Erbarmen, Herr. Ich bitte dich, komm mit deinem Geist. Komm und rette, Herr. Komm und befreie, Herr. Komm und lass dich erkennen, Herr. Und wir bitten für Israel, Herr, dass du auch dort kommst, Herr. Dass du die Augen öffnest, Herr, dass du die Herzen öffnest, dass sie sehen, dass sie begreifen können, wer du bist, Jesus. Ich danke dir für deine Gnade. Amen. Und ich singe, denn du bist gut und ich tanze, denn du bist gut und ich rufe laut, du bist gut, du bist gut zu mir. Du bist gut und nicht ganz, denn du bist gut.
Noch einmal möchte ich euch alle hier im Saal und auch über Internet herzlich willkommen heißen. Mein Name ist Jeanette Kisslinger und zusammen mit meinem Mann Gerhard, wir sind Seniorenpastoren hier in der Gemeinde. Jetzt wissen Sie, wer ich bin. Und jetzt möchte ich gerne wissen, wer Sie sind. Haben wir Erstgäste hier heute Abend? Jawohl, haben wir noch jemand heute Abend? Nur, dass wir niemand übersehen, weil euch möchten wir ganz besonders willkommen heißen. Da haben wir auch jemand gehabt. Wunderbar. Und auch nachher, wenn Sie Erstgäste hier sind, möchten wir Sie auch besonders einladen. Draußen, links draußen vor der Tür, haben wir ganz besondere Plätze für Sie. Da laden wir ein zum Gesprächen und wir werden euch auch bewirten. Und falls ihr auch eure Karten ausfüllt, dann kriegt ihr auch ein kleines Geschenk. So, alle miteinander, auch die hier öfters bei uns sind, herzlich willkommen. Wir tun das mit einem herzlichen Applaus. God, have you forsaken me? Forsaken me? Forsaken me? Oh God, have you forsaken me? Forsaken me? Schön, dass wir hier zusammen sind, um dieses Thema heute zu betrachten und uns mit diesem Thema zu beschäftigen. Und wir haben ja diesen wunderbaren Gast heute, Dr. Christian Hofreiter. Er ist ja der Direktor des Zacharias-Instituts für Wissenschaft, Kultur und Glaube und Research Fellow am Oxford Center für Apologetik. Also es sind große, wunderbare Dinge und er hat sicher viel zu sagen. Und ich möchte ihn jetzt gleich mal bitten, zu mir nach vorne zu kommen. Einen kräftigen Applaus für unseren Gast, Dr. Christian Hofreiter. Bitte, nimm mal Platz hier bei mir. Du kannst auch das andere einschalten. Gut, du hast ja, darf du sagen, weil wir uns schon so lange kennen, gell? So ist es. Ja, genau. Ich möchte jetzt nicht, dass du alt ausschaust, weil wir uns so lange kennen, aber ich weiß ja auch gar nicht, wie alt du bist. Ich habe nämlich im Internet versucht zu recherchieren, über dich gibt es überhaupt nichts im Internet, außer deine guten Themen. Ja, genau. Ich weiß nicht, verbirgst du da deine Informationen? Oder? Aber heute, glaube ich, dürfen wir sie hören, oder? Ja, das wird ja jetzt aber live gestreamt. Ja. Also das, wenn ich mich da jetzt oute, ist das ein für alle Mal im Internet. Ja, darf ich mal wissen, wie alt du bist? Ich sag's dir und du sagst es nicht weiter. Ich bin genau. Jahrgang 1975. Oh, jetzt musst du mir mit der Mathematik. Ja. 75 plus 40
plus 3 sind wir ungefähr dort, ja? Aha, okay. 43, ja? 43, ja. Genau. Genau, du hast ja, ich weiß auch gar nicht, wo du, ich höre zwar, dass du Tiroler bist. Ja, ja. Das ist richtig. Ja, das ist richtig. Ja. Aber Tirol ist ja groß. Genau, ich bin in Innsbruck geboren. Du bist direkt in Innsbruck geboren. Innsbrucker. In Innsbruck aufgewachsen, in der Stadt. In Hai. Also das ist in Hai. Innsbruck, genau. Also in einer ganz normalen österreichisch-tirolerischen Familie bist du groß geworden? Ja, normal, was ist schon normal. Aber ich würde sagen, ja, wir waren im Großen und Ganzen normal. Österreichische Familie, meine beiden Eltern auch Tiroler, eine Schwester, 2 Jahre jünger, so durchschnittliche österreichische Kleinfamilie. Genau, ja. Genau. Und war deine religiöse Prägung in der Zeit? Der Hintergrund war in Tirol einfach der Volkskatholizismus, der jetzt bei uns nicht besonders ausgeprägt war. Und dann ist aber meine Mutter durch die charismatische Erneuerung in der katholischen Kirche gläubig worden, persönlich gläubig an Jesus Christus als eine lebendige Realität. Und das hat sich dann ausgebreitet in unserer Familie und dann später in einer Überkonferenz. Wie alt warst du, hast du so in etwa eine neue religiöse Richtung gesehen? Habe ich beobachtet, genau. Hast du beobachtet, ja. Zuerst bei der Mama und dann... Wie ist es bei dir angekommen, so als Fünfjähriger, der so bis zu dem Zeitpunkt, wahrscheinlich Tirol ist ja das heilige Land Tirol, ein recht katholisches Land, der sehr stark in der Tradition der österreichischen katholischen Kirche wahrscheinlich verwurzelt war. Wie ist es angekommen? Ja, na eben, also ich würde sagen, ich war jetzt nicht besonders stark religiös geprägt davor. Also hin und wieder ist man mal in die Messe gegangen oder war irgendwo so halt Christmette und so. Aber für mich, also ich war da eher skeptisch. Weil vor allem habe ich als Kind einfach dann mit der Zeit gedacht, du, weil jetzt die Mama oder dann auch der Papa so gläubig sind, darf ich vielleicht nicht gleich alle Dinge tun, die meine Freunde auch tun dürfen. Also ich habe das eher negativ empfunden zunächst. Einmal haben wir gedacht, du, also das, jetzt werden die vielleicht auch noch strenger oder so. Das war so mein erster Eindruck von der ganzen Sache. Und war es dann auch so? Sind sie strenger geworden? Ja, in meiner Erinnerung schon. Ja. Also vielleicht erinnere ich mich da falsch, aber vor 5 erinnert man sich ja nicht so viel. Ja, ja. Und wie ist es dann eigentlich gekommen, dass du dann doch persönlich auch zu einem lebendigen Glauben gekommen bist? Schneidend nach dem Erlebnis, dass da noch 5 plus die Eltern gläubig geworden sind, war das dann, als ich 12 war, mein Papa sehr schwer krank geworden ist und Krebsdiagnose hatte und viel für ihn gebetet wurde, aber dass er sehr, sehr schnell auch gestorben ist, als ich eben 12 war. Und das ist natürlich, ist immer schwer, wenn man Eltern verliert, auch glaube ich, wenn ich jetzt Eltern verlieren würde in dem Alter, war das Kind vielleicht noch besonders schwer. Und ich habe mir da gedacht, na, es hat mich schon davor ehrlich gesagt nicht so besonders interessiert, sondern ich war immer der, wenn ich mal im Gottesdienst mit war, bin ich aus der Kinderstunde rausgeflogen. Also war nicht ganz leicht, ja. Sagen wir mal so. Ja. Und dann bin ich noch weniger leicht geworden. Gott sei Dank hören das unsere Kinder jetzt nicht, weil die sind schon unten im Kinderstunde. Genau, ja, also da war ich kein gutes Vorbild gewesen. Und auch in der Schule und so weiter. Also so, ich war, sagen wir mal, ein sehr aufgewecktes Kind, wenn man es positiv ausdrückt. Und genau, und dann bin ich zuerst einmal, habe ich Gas gegeben und habe mir gedacht, na gut, jetzt ist der Papa nicht mehr, jetzt schafft mir niemand was an, jetzt tue ein bisschen Gas geben und feiern und bin dann so ziemlich alle möglichen Drogen ausprobiert und so, halt habe mir gedacht, da gebe ich jetzt Gas und komme auf meine Kosten. Und das war letztlich unbefriedigend. Also es war, ich habe zwar schon viel intensive und schräge Dinge erlebt und so, aber irgendwann kam der Punkt, wo man gedacht habe, eigentlich das, wonach ich suche, finde ich dort nicht. Diese Freiheit und das Glück und die Zufriedenheit, nach der ich mich sehne, finde ich dort nicht. Und es ist ein langer Vorgang gewesen, den ich jetzt natürlich im Zeitraffer schildere. Schließlich bin ich zu dem Punkt gekommen, dass man gedacht habe, eigentlich, wenn das Ganze stimmt mit Gott, wenn es den wirklich gibt und der uns wirklich liebt, dann bin ich ja blöd, wenn ich mich nicht auf ihn einlasse. Ich habe immer so gedacht, ich war bis kurz vorm Sterben, ja, dann bekehre ich mich. Weil, weißt du, ich will ja nicht auf der Fall. Soll ich lieber das nehmen? Geht das leichter, wenn wir beide das haben? Okay, probiere mal das.
Genau, das nennt man einen Cliffhanger. Das war mein Plan. Ich habe mir gedacht, also kurz vorm Sterben, ne, dass als Versicherungspolizei, ja, falls es ihn doch gibt, ne, dass ich in den Himmel komme, aber so spät wie möglich. Davor so viel Gas geben wie möglich und dort das Leben genießen. Und dann haben wir gedacht, wenn es ihn wirklich gibt, ist das ja total idiotisch, weil er mich so liebt dann und weil er so viel größer und klüger und faszinierender ist als ich oder jedes Leben, das ich mal ausdenken könnte, dann muss ich doch jetzt damit anfangen, sonst ist ja jeder Tag ein verlorener Tag. Das sagt man leicht, aber als das vom Hirn ins Herz gerutscht ist, habe ich gedacht, nein, auf den will ich mich einlassen und das habe ich dann gemacht. Wie alt warst du da? So knapp 17. Knapp 17. Also noch nicht Matura, aber kurz siebte davor. Klasse, siebte Klasse, ja. Das ist ja auch eine Zeit, wo meistens die meisten Jugendlichen ja sehr wild unterwegs sind, auch in der Zeit. Und gerade in der Zeit hast du den Schritt in die andere Richtung gemacht. Genau, also ich habe mit dem Wildsein ein bisschen früher angefangen und früher aufgehört. Genau. Aber was ist dann passiert? Hast du dann die Bibel in die Hand genommen? Bist du in die Kirche gegangen? Bist du fromm geworden? Was hast du gemacht? Also begonnen hat es einfach mit einem Gebet, mit Worten, die an Gott gerichtet habe, wo ich im Prinzip gesagt habe, ich möchte irgendwie die kennenlernen und mit dir leben und es tut mir leid, dass ich in die falsche Richtung gegangen bin. Und ich habe mich Jesus zugewandt, das habe ich irgendwie mitgekriegt, dass dort, Jesus ist total wichtig und dass er für uns gestorben ist. Und dann habe ich das auch gemeinsam mit anderen, ich habe es zuerst allein gemacht und dann habe ich am selben Tag oder nächste Woche ein Mädel kennengelernt und dann war ein paar Monate nichts mehr. Ja, haben mich andere Dinge wieder interessiert. Und nach ein paar Monaten hat es mich dann wieder so innerlich gedrängt. Dann habe ich es gemeinsam mit anderen gemacht. Und da ist dann richtig, würde ich sagen, hat es mich ganz im Herzen tief, tief berührt, auch verändert. Und dann habe ich auch begonnen, das gemeinsam mit anderen zu leben. Also am Sonntag habe ich Gottesdienste besucht, dort in einer Freikirche in Innsbruck. Und im Internat habe ich den anderen davon erzählt, habe Bibel gelesen, habe angefangen zu beten. Und genau, da ist es dann so richtig losgegangen. Du hast ja dann nach deiner Matura angefangen zu studieren, auch in Innsbruck. Hast Übersetzer und Dolmetsch studiert. Genau. Was war da der Grund, warum wolltest du gerade Dolmetsch und Übersetzer studieren? Ja, das war eigentlich, ich wollte nie fertig studieren, was ein bisschen lustig ist, weil ich jetzt so lange und so viel studiert habe. Aber eigentlich habe ich gedacht, na, studieren ist eigentlich Zeitvergeudung. Sondern, wenn man Christ ist, gibt es nur eines, die frohe Botschaft von Jesus möglichst vielen Menschen erzählen. Und als Evangelist und immer dachte, Reinhard Bonke hat mich sehr angesprochen, kennst du, Pfingstmissionar in Afrika. Und das wollte ich auch, aber immer dachte, ich kann nicht sofort gehen, ohne dass Gott mich ruft. Jetzt muss ich halt ein Semester überbrücken, bis Gott mich ruft nach Afrika. Und dann lerne ich am besten Sprachen. Weil wenn ich besser Englisch und Französisch kann, kann ich überall predigen in Afrika. Ja, sehr gut, ja. Und so hat sich ein Semester ans andere gereiht. Und irgendwie entweder habe ich den Ruf nicht gehört oder er ist nicht gekommen und irgendwann war das Studium fertig und ich war Magister. Und dann war es Magister, ja. Genau. So kann es da gehen. Genau. Ja. Und in der Zeit warst du auch in einer Freikirche dort in Innsbruck, glaube ich. Genau, ja. Und da warst du auch sehr aktiv. Was hast du da gemacht? Also ich habe dann dort gemeinsam mit einem bestens ausgebildeten jungen Wiener, Andreas Kisslinger, ja, der Kaiser, kennst du vielleicht? Den kenne ich auch. Kennst du euch gut. Also ich glaube, er hat 50% deiner Gene, wenn ich richtig informiert bin. Ja. Und also dein Sohn. Und wir haben gemeinsam dort einen Gottesdienst begonnen am Sonntagabend. U-Church hat der geheißen, also University Church oder für junge Leute auch. Und das war so ein rockig, fetziger Gottesdienst. Und ja, das war total eine coole Zeit. Ich habe sehr viel mit Studenten gearbeitet, weil ich selber Student war und wir haben Studentenkreise gehabt, Hauskreise und haben alles Mögliche erlebt und an der Uni verschiedene Veranstaltungen organisiert, wo wir mit den Menschen ins Gespräch gekommen sind über Jesus. Ganz eine tolle Zeit. Du hast ja dann immer mehr und immer mehr die Theologie auch zu deinem Beruf oder zu deinem Fach gemacht und ich habe gelesen, du hast ja promoviert zu einem ganz interessanten Thema, nämlich Völkermord im Alten Testament. Das ist ja ein interessantes Thema. Wie kommt man auf sowas?
Also bei mir haben zwei Dinge zusammengespielt. Das eine war, dass ich einige Wochen in Ruanda zugebracht habe. Da gab es ja 1994 diesen furchtbaren Völkermord. Und da habe ich Überlebende kennengelernt. Ich war 11 Jahre nach dem Völkermord ungefähr dort. Und dann habe ich mir gedacht, habe ich so gewisse Passagen gelesen im Alten Testament. Das geht vor allem um die Vernichtung der Kanaaniter. Wie würde ich über diese Bibelstellen reden vor Menschen, die in ihrem Land so einen Völkermord erlebt haben? Also ganz konkret habe ich mir Personen vorgestellt. Und gleichzeitig hat mich dann, vor allem als ich weiter in England zum Theologiestudium, hat es mich sehr interessiert, mit Menschen im Gespräch zu sein, die eben nicht unbedingt an Gott glauben oder nicht unbedingt die Bibel als Gottes Wort sehen. Wir haben einmal einen Hauskreis gehabt, die einzige Regel war, du kannst kommen, wenn du nicht Christ bist. Oder zumindest jemand mitbringst, der nicht Christ ist. Ja, das hat mich mehr interessiert. Und ich wollte quasi auch, wenn ich da schon einige Jahre lang forsche für mein Doktorat, eine Forschung machen, die tatsächlich sinnvoll ist für Menschen, die Fragen über den Glauben haben, Fragen über die Bibel haben, auch für mich selbst. Und so habe ich mich für dieses Thema entschieden. Das ist ein sehr interessantes Buch wahrscheinlich. Das kann man ja wahrscheinlich auch schon kaufen und lesen, oder? Ja, also den Kauf würde ich nicht empfehlen, weil es sehr teuer ist. Ach so. Aber man kann es wahrscheinlich in der Universitätsbibliothek ausleihen. Aber es ist ein wissenschaftliches Buch. Das ist jetzt nicht ein Buch, das geschrieben ist, um Gläubigen zu helfen, sondern es ist ein wissenschaftlich-theologisches Buch. Bevor wir zum Ende kommen, noch zwei Fragen. Die eine ist die Damenfrage. Die interessiert unsere Damen hier. Wie hast du deine Frau kennengelernt? Bitte kurz. Kurz, ich habe meine Frau kennengelernt in Brüssel und sie hat von mir zum ersten Mal gehört als Gebetsanliegen. Ja, und ich sage immer, da hat sich nicht viel geändert für sie. Und zwar war das so, das war damals ein bisschen eine wilde Phase, da habe ich gerade ein Tief gehabt, ja, und war so auf keinem guten Weg. Und wir hatten eine gemeinsame Bekannte, die ist in dieselbe Gemeinde gegangen, in die ich damals gegangen bin, in Brüssel, ich habe da Erasmus gemacht, und die hat dann ihrer Freundin, meiner jetzigen Frau Helen, erzählt, du, da gibt es diesen Österreicher, der heißt Christian, und irgendwie, Gott hat den, glaube ich, berufen und so, der hat was mit ihm, aber der ist auf einem ganz schlechten Weg, da müssen wir beten, dass er die Kurve kratzt. Genau, so hat sie von mir gehört, und ich habe sie dann irgendwann mal später gesehen und war sofort tief berührt, vor allem von der Ausstrahlung, die diese Liebe, auch die Liebe Gottes, die einfach durch ihre Augen gestrahlt hat. Von Anfang an bis heute ist das so. Ja, das ist wunderbar. Genau, das hat sich ihre strahlend blauen Augen haben sich mir tief ins Herz gebohrt. Ja, das ist wunderbar. Das ist eine wichtige Geschichte für unsere Damen hier natürlich, das ist klar. Genau. Und du hast ja auch zwei Kinder, gell? 6 und 8 habe ich gehört. Ja, wunderbar. Ein Mädel und ein Bub. Blenden wir noch mal ganz kurz zurück und schließen wir damit, wie du damals diese Entscheidung getroffen hast und dieses Gebet gebetet hast zu Jesus. Was hat sich denn generell verändert? Was war anders nachher, als es vorher war? Das ist, es geht so tief, wenn ich mit dem Kern beginne. Also was bei mir, als ich das Gebet dann mit diesen zwei Männern, die mir im Gebet quasi beigestanden sind und mir das ein bisschen noch erklärt haben, als ich so ein Gebet der Lebensübergabe, wird es manchmal genannt, wo ich gesagt habe, Jesus, ich gebe dir mein Leben, ich will dir nachfolgen, sei du, der mir zeigt, wo es lang geht, ich möchte zu dir gehören. Das allererste, was passiert ist, dass mir bewusst worden ist, was mich so lange vom Glauben abgehalten hat, nämlich mein Stolz. Und ich wusste auch, ich musste es jetzt aussprechen. Das ist mir natürlich als stolzen Menschen unheimlich schwer gefallen. Als ich das aber gemacht habe und ausgesprochen habe, gesagt, Gott, ich gebe ehrlich zu, ich war echt hochmütig und stolz und es tut mir leid, dass ich darauf reagiert habe, auf dieses Bewusstsein, dass das falsch ist, dass sind die Dämme gebrochen und Gottes Liebe ist über mich hereingebrochen. Ich habe geschluckt Wasser und Rotz und war zutiefst überwältigt von der Liebe Gottes. Und von diese Liebe Gottes so stark zu erfahren, hat sie von innen her ganz viel verändert. Das allererste war, dass einfach die Liebe mein Herz weich gemacht hat, mich von dem Stolz überführt hat und mein Herz weich gemacht hat.
Und dann sind mir so Dinge aufgefallen. Ich war damals Kettenraucher, mindestens 2 Pachteln am Tag. Und stecke mir einfach natürlich beim Rausgehen sofort wieder Zigaretten an. Und dann denke ich mir einfach, na, das, eigentlich mag ich das jetzt nicht. Und mache sie aus. Nicht, weil mir irgendjemand gesagt hat, du darfst das jetzt nicht mehr oder was weiß ich. Und ja, dann habe ich einfach nicht mehr geraucht. Da wollte ich nicht mehr. Oder eben mich betrinken oder wieder einen Joint rauchen. Das hat mich einfach nicht mehr interessiert. Das habe ich dann nicht mehr gemacht. Das waren so gewisse Dinge, die mich eben nicht mehr interessiert haben, die habe ich nicht mehr gemacht. Und neu hinzugekommen sind eben Dinge, die plötzlich hat es mich interessiert, die Bibel zu lesen und zu beten und mich nach der spürbaren